So, Freunde, machen wir an der Stelle weiter. Empfohlen in Stufe 20. Warte mal, welche habe ich nochmal? Stufe 13 habe ich, glaube ich, ne? Ich das schaffe? Was haben die nicht gesagt? So. Bescheidener Beginn. Klar, Junge. Immer drauf da. Na, Mario, wie geht's dir dazu? Aufgeben. Das ist natürlich ein guter Start in die Herausforderung. Aufgeben. Mit der Tempo-Herausforderung. Ja, die müssen ja auch nicht alles sagen, oder? Man spielt ja ein Spiel, um es selbst herauszufinden, ne? Und nicht, um sich alles vorspoilern zu lassen. Sag ich mal. Ja. Möchtest du eine Tempo-Herausforderung vorzeitig beenden? Drücke Plus. Alrighty. Time to rumble, man. Achake! Jetzt gibt's aufs Maul! Oh, na toll, das sind gerade Krabbel, ey. Ich treffe nicht mal, Alter. Ich treffe nicht, keine Chance. Ich habe keine Chance, ich treffe nicht jemanden. Sorry, ich war gerade wieder gestartet. Ich bereite gerade meinen Stream vor heute Abend. Hab mal endlich wieder etwas Zeit. Oh, cool. Ich bin eh gleich tot. Ich treffe ja nicht einmal. Ich habe nicht einmal getroffen. Oh, ich bin tot. You have lost. Du hast verloren. Keine Chance, Alter. Ich habe ja nur die Packung gekriegt, ey. Gut, dann sagt uns das, dass wir das später machen sollten. Wie es Malus ja schon gesagt hat, ne? Gut, dann habe ich aber auf jeden Fall privat schon mal was zu tun. Cool. Da kann ich schön trainieren. Schön Zeug sammeln. Ach, geil, hier fällt mir. Und ich laufe in die falsche Richtung. Super. So, ich wollte ja eigentlich mal die Effektlautstärke etwas runterdrehen. Das ist ja wirklich ein bisschen laut. Also ich glaube, eine Stufe müsste reichen. Oh, da macht das Spiel erst richtig Spaß, wenn du so trainieren kannst, sinnlos rumprügeln kannst. Ach, das gefällt mir immer mehr. Da ist das Original ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Schnee von gestern. Rakrina-Klamm. Boah, hieß das im Original auch so? Ich glaube nicht. Gute Nacht. Schlaf schön ein. Wie gesagt, diese Quests, die mache ich später. Also das, oder beziehungsweise privat. Weil das ist so. Yes. Ist halt immer blöd, wenn man das immer hier macht. Hey, warte mal. Ach, die habe ich schon im Besitz. Zweimal sogar. Oder mich, oder war Autoangriff Max und Autoangriff Minimum. Ach, jetzt wird das sogar mit Autoangriff gezeigt. Das wurde vorher. Ach, doch, das wurde schon original gezeigt. Ich bin doch blöd. Achso, das erhöht aber die Crit-Rate, aber die Blockrate geht komplett in den Keller. Ja, das bringt uns leider gar nichts. Weil Ryan ist ja ein Tank und sollte man schon bei Defense bleiben. Dann nehmen wir mit. Kaufen, das ist meins. Wegner-Schmuck haben wir schon. So, ups, da. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt wirklich gut, also. Ja, die haben beide ja dieselbe Ausrüstung, also. Naja, ist nicht wirklich was Gutes dabei. Aber wir haben eine neue Schildramme. Ausrüstung. Hopp. So, wo ist er? Wo ist er? Hier. Ah, scheiße, der hat aber keinen Sockel, ne? Das ist aber blöd. Kassa, moin moin. Schön, dass du einschaltest. Jetzt kommen sie auf einmal alle an, jetzt tanzt ihr. Was ist denn hier los? Jetzt kommen sie auf einmal alle. Ich hätte vielleicht doch später anfangen sollen.
Overworld-mäßig. Schwer zu sagen. Ich glaube, da gibt es bestimmt ein Wiki dafür, welches größer ist, aber. Ich finde so von. Von der Optik her und von der Atmosphäre her nehmen sich die beiden, glaube ich, gar nichts. Die sind beide auf ihre Art ziemlich toll. Smoke? Maybe someone's got a fire going. Hope they're cooking up something good. It's hardly a good spot for a barbecue. Come on, let's take a look. Genau, sehen wir uns genauer um. Äthertypen greifen an, sobald Äther eingesetzt wird. Ach ja, diese Nebulas. Boah. Auf die habe ich auch schon eine Lust wie Zähne, die keiner. Oh ja, die sind. Oh, Alter, Stufe 73, Alter. Die zerficken mich gleich, ey. Ich glaube, der wedelt nur einmal mit seinem Flügel, da falle ich schon tot um. Oh, da hinten ein Riesengorilla. Oh, ich dachte, der Busch war jetzt ein Gegner. Weil ist das nur ein Busch? Drehende Büsche. Nein, nein, nein. Gorilla töten. Items für zukünftige Missionen sammeln. Wenn du eine Schatztruhe öffnest oder ein Sammelitem findest, informiert dich bisweilen eine Vision darüber, dass du das Item für eine zukünftige Mission benötigen wirst. Items, die in zukünftigen Missionen gebraucht werden, sollten nicht verkauft werden. Das ist mir klar. Die werden dann auch mit einem blauen Ausrufezeichen markiert. Das wäre der dritte Mottenkriecher. Als Kinder haben Ryan und ich oft mit denen gespielt. Mottenkriecher. Er spielt bitte schön mit einem Insekt. Okay, ich habe früher auch als Kind mit Insekten gespielt. Okay, ich gebe es ja zu. Someone's left a buggy out here. That's strange. Who would just abandon a buggy in this place? And it's pretty new. Is it brand new? Not brand new, but it's in very good condition. You wouldn't just abandon it. So, what did happen to the driver? There's a boy. He's being attacked by monsters. You saw it happening? Where? I don't know. But it was near some water. Near water? But what made you have a vision all of a sudden? Maybe it was triggered by touching the buggy. Well, we'd better find him. Let's search everywhere around here where there's water. Okay. Der Junge ist in Gefahr. Ja, da müssen wir ihn mal retten. Ah, wo war's alles? Da hinten, da, ganz groß, klein, groß, klein. Welches Level hat denn der Gorilla? Ein Wolf, Wolf. Oh, 81. Ah, den reißen wir nieder. Ich glaube, der macht immer, nimmt einfach seinen kleinen Finger und drückt uns einfach in den Boden. Ungespitzt rammt er uns in den Boden. Alter, wer rennt mir hier schon wieder hin? Naja. Au ab, Mann, lass mich Ruhe. Jetzt kann ich anlocken, Gegner aus der Entfernung anlocken. Okay. Die Atmosphäre ist schon echt geil. Also die ist um einiges nochmal deutlich besser dargestellt als früher. Als das Original, ne? Shulk, over there! Was denn? Die machen doch ja nicht, stehen doch nur da. You are a kid? Who are you? That can wait. Go! Get out of here! Leave these guys to us! Oh, okay. Let's do this. Ready when you are.
Ja gut, die sind Stufe 14, das geht noch. Ist annehmbar. Ja. So, physische Abwehr gesenkt. Aber die halten auch schon ein bisschen was aus. Alter, kann mich jetzt umjauen. Oh, der ist gleich down. Oh, ich bin fast tot. Jetzt ist beinahe ins Gras gebissen. Oh, was ist das, Mann? Und tschüss, Mann. Okay, it should work now. Great! You saved my skin. My buggy short-circuited. And then there were those monsters and... Well, thanks. I fixed the circuit, but it's out of ether. Change the cylinder and it will be as good as new. I think it's time for the introductions. I'm Ryan. He's Shulk. Pleased to meet you. Oh, hi. I'm Juju. Where are you two heading? If you've got time, you should come back to our camp. Your camp? Yeah, it's not far. How about it? Let's take him up on the offer. I'm surprised there's a Homs camp here, but they might have some information. I suppose. Juju, can you tell us how to get there? Sure. If you go back to the oasis, you should see a tall stone post. Head there first. Then what? There's a small path in the woods next to the stone post. Just follow it down to our camp. Got it. Now, let's make a move. Na dann. Auf geht's. Ständig weggeschoben und Ryan musste mich retten. Ja, das habe ich auch ziemlich oft schon gehabt. Auch im Original. Hatte ich auch schon Situationen gehabt, wo der Gegner mich einfach mal runtergeschoben hat. Die Klippe runtergeschubst hat und ich bin natürlich gestorben. Das ist natürlich kein schöner Tod. Sieht super aus, das Game. Oh, auf jeden Fall. Also es gibt viele Besserungen, Neuerungen. Und ich finde das auch geil. Man kann im Expertenmodus kann man endlich das Level zurücksetzen. Ich habe natürlich jetzt gerade derzeit deaktiviert. Aber bei Möglichkeit werde ich ihn definitiv einstellen. Das ist... Wenn ich ihn mal brauche. Oder wenn ich ein neues Spiel Plus mache oder sowas, da benutze ich den auf jeden Fall. Weil mit Level 99 alles durchzurushen ist langweilig. Falsche Richtung, ich muss da lang. Da freue ich mich auch schon drauf. Ach, du hast dir das auch geholt? Oder holst es dir noch, oder wie? Ein Truthahn. So, ich würde sagen, wir machen noch so weit, bis wir einen dritten Charakter in der Gruppe haben. Dann ist dann auch erstmal Schluss für heute. Na, dass ihr da schon mal moralisch euch drauf vorbereiten könnt. Wie gesagt, dann aber nicht abschalten, ne? Also nicht direkt abschalten. Dann gucken wir mal, wen wir noch raiden können. Und... Ja. Wird man ja dann sehen. No! Fängst um 21 Uhr an. Um 21 Uhr. Ja gut, dann gucke ich mal, da ich noch ein paar drin gefeuert kriege. Und dann kann ich dich ja raiden. Hast dich ja gerade angekündigt. Ja, zuerst kommt mal zuerst. Sonst hätte ich das einfach random gemacht. Wenn es natürlich klappt. Nicht so wie bei den letzten beiden Male, wo ich Beutel raiden wollte, das hat nicht funktioniert. Dann wollte ich Funk Royale raiden beim letzten Mal, das hat auch nicht funktioniert. Irgendwie funktioniert nie was. Yeah! Juju! Where have you been?
tell me you were... I've told you 1,000 times. We're not ready to leave the camp yet. But I thought... Juju! Sorry, Sharla. That gear. You must be survivors from the Defense Force. Is Colony 6 okay? Did Gaddo make it? Hold on. What are you talking about? We've come from Colony 9. Colony 9? They saved me from some monsters. This is Ryan and Shulk. Oh, so you're not from Colony 6? Na, hat er doch gerade gesagt, er kommt aus Kolonie 9. Thank you for helping Juju. I'm his sister, Sharla. I told them they could rest here, with us. Did you now? Well, all right. I suppose that's only fair. Did something happen to Colony 6? Actually, we're heading there ourselves. Colony 6 has been... our home. It's been occupied by the Mekon. No. I'll tell you about it inside. Follow me. Ah, it's broken. Na gut, dann gehen wir mal rein. Oh, in der Bahn. Oh, hast du was zum Tauschen? Wollt ihr tauschen? Na klar, eine Feldkappe. Voll. Was soll ich mit einer Feldkappe? Hat Balden. Aber hier können wir bestimmt was Cooles kaufen. Well. So, wie sieht's denn aus? Scheiße, wie immer. Physische Abwehr. Oh, es geht ganz schön drastisch in den Keller. Also, es ist auch wieder eher so für einen Kampf. Was haben wir hier? Müll, wie immer. Immer noch Müll. Nichts Besonderes dabei. Ledergürtel. Ja, erhöhte Stärke. Aber geht und dafür geht ein bisschen von unserer physischen Abwehr unter. Ist aber nicht viel, muss ich sagen. Es sind nur 3 Punkte. Na gut, egal. Ah, okay, noch nicht gelesene Bücher. Na dann kaufen wir das jetzt. Oh, Alter, wie teuer das ist, ey. Upsala, ich bin da wieder. Die Bücher sind immer das teuerste. Oh, gut, okay. Das hat sich wohl erledigt. Nein, ich kann das letzte Buch nicht kaufen. Nein! Muss man es verkaufen. Wieder ein Item und drücke A, um es zu verkaufen. Wechsel die Itemkategorie. Ja, okay, das ist ja jetzt nun, was man jetzt nimmt. Ja. Gut, die anderen Dinge sind jetzt eh. Brauchen wir nicht. Damit. Mal alles verticken hier. Das brauchen wir eh nicht. Okay. Wie sieht's hier aus? Wir haben auch einiges, was wir verticken können. Steht denn eigentlich meine Ach, da unten. Alles auf Angriff. Angriff. So, das letzte Buch holen wir uns noch. Bam. Ja. Ah, irgendwann mal. Setzt das da jetzt wieder automatisch ein oder muss ich da erst Techniken? Okay, muss ich bestimmt erst hier rein. Um die Übersicht der Monado-Techniken aufzurufen, wähle ja, okay, gut. Ah, tatsächlich, das setzt er automatisch ein. Neue Technikbücher haben höhere Technikstufen ermöglicht. Ja! Cool! Setzt er tatsächlich automatisch ein, das ist echt cool. Muss ich die nicht erst lesen? Oder unnötig verschwenden, wie wir es ja am Anfang gemacht haben. Hier lesen und die wurden nicht eingesetzt. Hoffentlich ich die Scheißbücher doppelt kaufen. Wie viele Punkte haben wir eigentlich? 1500? Können wir da eigentlich schon mal ein bisschen was verbessern? Ich glaube, wichtig wäre auf jeden Fall erstmal Schild. Schild wäre auf jeden Fall ziemlich gut, glaube ich. Mal erstmal Schild. Das kann auf jeden Fall Techniken der Bossgegner auf jeden Fall abwenden. Rückenschlag auf jeden Fall. Da wird nicht lange diskutiert. Okay, gut. Keine Talentpunkte mehr. Scheiße. Das mit Ryan machen wir dann später.
Yes? Unser Zuhause, Kolonie 6, wurde von den Mekkon angegriffen. Würdet ihr mir einen Augenblick zuhören? Nö, jetzt nicht. We had already fought off the Mekkon a year ago. At the Battle of Sword Valley. It left us with a false sense of security. The Colony 6 Defense Force didn't even notice the approaching Mekkon. By the time the air raid siren sounded, a swarm of Mekkon had blackened the sky. They ate people and burned our buildings. Me and Juju dedicated ourselves to evacuating the children and elderly. I don't know what happened next. It's just like what happened to Colony 9. They attacked your colony as well. Yes. It's good that you managed to evacuate so many. We have Atharon, the Colonel, to thank for that. Him and Gaddo. This Gaddo? He would have been my husband by now, if not for all this. Oh, scheiße, Ryan war. Cheer up, you two. We can't lose hope just yet. I'm certain Gaddo and the other soldiers are alive. They're still fighting. I can feel it. You're on your way to Colony 6, right? You bet. We're up for some revenge. I bet we can even get your colony back. There you go, showing off again. If anyone can do it, it's you two. Could you take me with you to the colony? Juju! The people here need us! How many times do I have to tell you? But you heard! The Mekkon attacked Colony 9! That means a load of them have left Colony 6 already! It has to! Even if that's true... No, especially if it's true. We cannot expose the camp to any more danger. So... You don't care what happens to the people in the colony? How can you be so heartless? Are you that scared of the Mekkon? Oi, kid! Ryan! You ought to know how Sharla feels. Watch your mouth and have some respect. I'll go and make dinner. Büchner, du wirst jetzt stiften. Maybe I was too hard on him. Shulk? Ryan, you really remind me of Gaddo when you get angry. I do? Gaddo's taken care of us ever since we were young. I always saw him as a big brother, really. But he was more of a father to Juju. He'd call him kid whenever he told him off, just like you did. I don't think I'm ready to be someone's old man just yet. Wait, Shulk. Did it happen again? Yeah. You had another vision. Oh no! No! Intro und Timer wieder mal auf die letzte Sekunde gemacht. Das ist aber übelst schlimm, wa? Aber das so auf den letzten Drücker immer macht. The buggy's gone! He's going to Colony 6 on his own! Stupid kid! We have to hurry. Something bad's gonna happen. What did you see? A deep valley. Everything's engulfed in flames. There's a black shadow. Ja, bei Gelegenheit auf jeden Fall. Müssen wir mal machen. Kills Juju. Is it the Mekkon with the metal face? Yeah. Where does it happen? Is it near Colony 6? I'm not sure. I think so. Let's get after him, Shulk. Was macht dein Lappen? Hold on a second. Na, wischen. What was all that about? Nee, eigentlich ganz gut. Ich muss halt noch dieses, sag schon. I know you won't believe this,
Den vierten Lernweg muss ich auf jeden Fall noch machen, weil ich habe jetzt nur noch 4 Unterrichtstage. Und da muss ich mal langsam die Potten ziehen. But that vision I had will come true unless we stop it. So you're telling me Juju's in danger? Believe it or don't believe it, that's your call. But I wouldn't be standing here if it weren't for Shulk's visions. Deswegen werde ich auch wahrscheinlich Mittwoch erstmal als Streamtag erstmal komplett wegnehmen. Weil ich muss mich dann deutlich mehr aufs Lernen konzentrieren, sage ich mal. But what have I got to lose? I like the way you think. Sharla, you're... What? No, nothing. Oh. What are you doing? Ja. Let's go and find Juju. Auto habe ich ja im Endeffekt auch schon. Also es ist eine große Motivation, das durchzuziehen. Also richtig durchzuziehen mit viel Motivation. When you talk like that, you sound just like Gaddo. That's how I know it's not worth arguing. What am I? Some kind of Gaddo substitute? That thing killed Sharla too. I saw it in the vision. But I can't stop her coming with us. I don't know how I can protect her. But I have to do it. I will change the future. Ja, 3 Gruppenmitglieder. Stärkende Effekte werden Stärkungen. Was sind tot? Stärkende Effekte werden Stärkungen, schwächende Effekte werden Schwächungen genannt. Oh Gott, das war jetzt. Dann kannst du direkt losfahren sozusagen. Hoffe, es klappt alles direkt beim ersten Mal. Wäre sonst sau ärgerlich. Ja, nicht nur ärgerlich, sondern auch teuer, ne? Ich hoffe auch, dass es dann gleich direkt klappt. Und Übung habe ich ja dann auch bis zum September, sage ich mal. Ja, fahre ja dann öfters ein Kollegen dann immer auf Arbeit. Weil ich habe ja zurzeit eh selber keine Arbeit. Und krieg sogar noch dafür Geld. Also was heißt Geld? Also ein bisschen Fahrgeld so, damit ich meinen Sprit auch finanzieren kann. Ja. Das krieg ich schon hin. Ich muss es hinkriegen. Schwächungen sollten so schnell wie möglich kuriert werden. Charles Reinigungsschuss heilt bestehende Schwächungen und schützt vor zukünftigen. Ja, das sind so die Beispiele, positive, negative und sowas. Fahrdienst, Tino. Das wird nicht das Einzige sein. Es wird auch öfter sein, dass ich meine Mutter mal dann zur Arbeit fahren muss. Ah, ja, die hat eine Monatskarte, ist aber manchmal zu faul, selber zu fahren. So, Freunde, wir beenden erstmal den Part für heute. Der ist ziemlich lang geworden jetzt. ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ja, ihr wisst, ihr kennt's. Immer einen Daumen nach oben. Ja, für euch geht's dann natürlich morgen weiter.